Ich habe heute eine sehr entzückende Dame neben mir. Willst du dich mal selber vorstellen, Enya? Du hast das doch heute schon so gut gemacht. Mach es doch nochmal. Enya, liebe Freunde, gern geschehen. Als ich gedacht habe, was drehe ich mit Enya, dachte ich direkt an Leck mich. Und deswegen... Das ist sehr lieb. Ihr seht schon, es wird gleich sehr, 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 wie soll ich sagen? Düster. Düster, ich wollte sexuell sagen eigentlich. Denn wir gehen jetzt ein bisschen tiefer in die Welt von Enya, liebe Freunde. Okay, muss alles auszusehen. Wir werden unsere Augen nacheinander verbunden bekommen und dann müssen wir ertasten mit unserem Gesicht oder mit der Zunge oder mit dem Geruchssinn, was genau vor uns liegen wird. Hörst du auf damit? Für die Leute, Corona-Test ist am Start gewesen, hat Enya auch sehr viel Spaß gemacht. Würden wir nach dem Video einfach nochmal machen, einfach weil du es so gern hattest. Hast du schon mal so etwas enorm Langes durch die Nase bekommen? Nicht durch die Nase, nein. Das okay, hat sie jetzt gesagt. Ich glaube nicht, dass jemand diese Challenge schon mal gemacht hat, weil sie halt einfach absurd dämlich ist. Ah, okay, Enya ist schon bereit, wie ihr sehen könnt. Okay, der erste Gegenstand kommt. Dann taste mal mit deinem Gesicht oder mit deiner Zunge. Ich würde an der Stelle sagen, vorsichtig. Bisschen tiefer. Ich weiß gar nicht, wohin. Ja, ein bisschen weiter rechts. Diese Challenge ist maximal absurd dumm. Aua. Du musst das erfühlen. Mann, genau. Ist das eine Spinne? Das ist auf jeden Fall größer als du. Es ist auf jeden Fall größer als eine Spinne. Was ist das denn? Das ist irgendwas Holzartiges? Nee. Nee, es ist kein Holz hier. Das hier? Vielleicht kannst du ja einfach mal lecken. Das ist so eine Pflanze. Ja, es ist eine Pflanze. Ja, schau dir das Ding an. Hallo. Wie ist das für dich? Hat das was mit dir gemacht? Geistig gesehen? Bist du ein anderer Mensch dadurch geworden? Wie ist das mit deinem Gesicht zu fühlen? Danke für die Antworten. Ist das so schwer? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwer ist. Okay. Okay, gut. Du hast die Augen zu? Ich habe die Augen zu, ja. Kann man das riechen? Nein, du musst ein bisschen weiter runter. Weiter. Ja. Ist es kalt? Es ist hart und es ist sehr groß. Was ist das? Hä, es ist sehr metallisch irgendwie. Echt? Boah, es ist groß! Boah, ist das groß! Was ist denn das? Ist das ein Surfbrett? Ist das ein Buch? Nee. Geh doch auf Versuch. Aua! Irgendwas hat mich gezwickt an meinem Bart. Kommt da irgendwas? Weiß ich nicht. Bin ich nicht schon in deinem Gesicht drin? Nee. Ah, hier oben ist er auch nicht mehr. Es ist ein Buch. Es ist kein Buch. Aber genau so habe ich mich auch benommen, als ich das Ding bekommen habe. Ja, man hat gesehen, dass du es sehr gefühlt hast. Ja, ich habe es sehr gefühlt. Schwieriger, als ich dachte. Siehst du? Das Gesicht ist komplett nutzlos eigentlich. Ja, eigentlich schon. Ich habe voll den Zwiebelgeschmack im Mund. Ja, richtig. So, ich stelle den Gegenstand ab. Er ist abgestellt. Ja, boah. Beim Runtergehen würde ich ein bisschen langsamer runtergehen. Ey, nicht, dass ich mir gleich hier meine... Nein, es ist nichts Spitzes. Dennoch kann man es, if you're brave enough, nutzen für auch anderes. Nee, das wollte ich nicht sagen. Das müsst ihr mal zu Hause nachmachen. So dumm, die Challenge. Aber man hat es gehört. Ja, das ist so eine Flasche. Ja. Ich glaube, mit dem Mund wirst du es erraten. Ich gehe da jetzt hin. Aber es ist alles vorher desinfiziert worden. Das ist eine Babyflasche. Boah! Du kennst dich aus mit Babys. Ja. Und mit Flaschen. Ich habe auch ein Baby. Was für eins? Nee. Also bei deinen Flaschen, da höre ich auf. Schade. Hättest du nicht gedacht, dass du so viel Spaß hast heute, ne? Ja. Wir hatten beide bei einem Bomben-Livestream. Ah, es ist was Großes. Du willst den Sound verstecken. Nee, ich mach das nur zur Vorsicht. Aha, Vorsicht also. Geh auch mit Vorsicht daran. Dann ist es wohl eher etwas Hartes. Was ist das? Abgrundtief Perverses. Ist es auch so was Pokalmäßiges? Nee. Was riecht das denn? Irgendwas Gefährliches. Geht in die Richtung? In die Richtung? Ertaste das doch jetzt mal ein bisschen mehr. Ah. Was ist es? Es ist gegen die Gefahr, wenn es mal brennen sollte. Sehr gut, ja. Löscher. Richtig! Sicher die Sadomaso-Peitsche, Thomas? Geil. Findest du was geil? Enya, siehst du was?
Nee. Hörst du was? Ja. Boah, was ist das denn? Das ist mein Finger. Das ist so romantisch einfach. Oh, wie groß ist das denn? Hä, hey, was ist das? Oh mein Gott, das ist doch riesig. Hä? Boah, das gibt's doch nicht. Was soll das denn sein? Gibst du auf? Ja. Es ist ein Multi-Steckdose. Oh mein Gott, gefährlich. Und es war die ganze Zeit am Strom dran. Alter, was kommt jetzt? Bist du bereit? Es ist ein Fahrrad. Es war sehr schnell da und sehr schnell wieder weg. Es stinkt extremst nach so einem frisch geschissenes Ei. Kann es sein? Das ist kein frisch geschissenes Ei. Das stinkt ein bisschen nach Ei und Kacke. Niemals. Niemals nach Kacke. Und, boah, jetzt habe ich das noch im Mund. Ist das ein Ei? Ja, aber aus dem Bio-Supermarkt. Frisch gewaschenes auch. Das hat direkt nach Kot gerochen. Noch ein bisschen näher. Da kann nichts passieren. Das Ding, da kannst du auch den Schädel gegen donnern. Okay. Oh, das riecht ja voll geil. Oh. Boah, was ist das denn? Mein neues Parfum. Das ist eine Kerze, ne? Weiß ich nicht, Digga. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ehrlich? Ich hätte gedacht, dass der Geruch nicht auf eine Kerze schließen lässt. Doch, das riecht einfach nach Kerze. Nach Duftkerze? Kennt Thomas nicht. Der kann ja nicht riechen. Weil er nie gelernt hat zu riechen. Oh, das ist traurig. Voll, ne? Ja. Also, da hast du auf jeden Fall mein Beileid. Nö, kein Mitleid mit Thomas. Nein? Nö. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin immer so, wenn irgendwas meine Nasenspitze berührt, dann zuck ich immer so weg. Ey, es ist groß. Es ist riesig. Hä, das zwickt mich. Was aus der Hölle ist das? Das ist deine Hand? Ja. Das ist immer noch meine Hand. Ah, ich weiß, was es ist. Ja, ich weiß, was es ist. So eine Bürste, eine Zahnbürste in groß, oder? Das ist eine Putzbürste. Ein Feger. Was? Du bist ganz, ganz nah dran. Kehrblechbürste. Nein. Fühl nochmal. Ich will, dass du es errätst. Fühl das. Mit deinem Mund. Weiter. Ist es eine Klobürste? Ja. Dein Ernst, Thomas? Ich hoffe, die war auch desinfiziert. Das ist eine gute Idee gewesen, das Video. Ich find's cool. Dann war es meine Idee, dieses Video. Ach so. Ansonsten war es Thomas' Idee, das Video. Während Thomas das nächste raussucht, würdest du den Leuten sagen, dass die einfach mal ein Like da lassen sollten? Oder meinst du, das wäre zu anstrengend für die Zuschauer? Nein, hallo. Natürlich, ein Like. Let's go und abonnieren und ja. Das wird schwierig. Was ist das? Was ist das? Mann, das ist ganz schlimm. Oh, warum ist das so widerlich? Oh, was ist das? Das kann Enya niemals erraten, was das ist. Warte. Ich habe das Ding doch nie in meinem Leben selber gesehen. Ich kann es nicht mal erriechen, weil es stinkt einfach nur. Mein Tipp ist, es stellt ein Tier dar. Oh nein, eine Spinne. Es ist aber keine Spinne. Kein Tier. Ich glaube, das ist einfach mal auch kein Punkt für Enya, oder? Das glaube ich auch. Guck's dir an, ist Enya. Kuckuck. Ach so, boah, ey, was ein Scheiß. Das Ding hat so hart gestunken, ne? Boah, Alter, meine Güte. Was ist das überhaupt? Aus dem Mickey Mouse Heft. Ist total groß angefühlt. Das ist total klein. Ich komme. Thomas kommt auch mehrere Male am Tag. Das ist dein Finger, oder? Nee. Vielleicht beißt du mal rein. Ja, das wäre gut. Was ist es? Es ist ein Stück Ingwer einfach. Ja. Hallo. Ja, fast wie dein Finger, ne? Ja. Ist ja sehr gesund, Ingwer, ne? Ja, ich mag Ingwer. Ich mag Ingwer auch. Wir haben was gemeinsam. Ingwer. So. Geht es bestimmt schwer. Ja.
war nur so. Krrr. Was soll das denn sein? Ich könnte das niemals ertasten. Könnt ihr mir einen Tipp geben? Damit transportiert man etwas. Boah, was? Das ist von einer so Stelle zur anderen Stelle. Das ist ein sehr schwieriger Tipp. Da du das immer Spoiler gibst. Guck mal, ich habe das jetzt so gemacht. Okay, Annie hat aufgegeben. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da, da. Oh, ich wäre halt wirklich nie drauf gekommen. Weißt du, was es ist? Was? Das ist von unserer großen Heizung, um die heiße Luft rauszutransportieren. Klimaanlage. Klimaanlage? Ja. Hätte man ja niemals erraten können. Klar. Du musst auf ihn aufpassen. Ja, komm. Sehr glatt. Er fühlt es. Ah, es ist Metall. Du kannst auch mal ein bisschen weiter nach unten. Folgt dir mal. Vielleicht errätst du es ja dann. Ah, ich weiß, was es ist. Was das ist der Pokal von unserer Pool-Olympiade, den wir niemals verliehen haben. Ja. Der blau-silberne. Oh, yes! Okay, das ist einfach, weil ich das. Oh, es ist ein großes Ding! Boah, vergessen, meine Güte. Boah, hätte ich mich da aufgespießt? Da haben wir ja aufgepasst. Wo ist das denn? Machen Sie mal. Ah. Ist auf jeden Fall ein Kreis. Spiegel? Nee, aber es sieht lustig aus. Kann doch nicht wahr sein. Ist eine Lupe. Ach so. Wir haben es geschafft. Wir haben teilweise unsere Gesichtsporen total erweitert. Checkt Anja auf Instagram ab, checkt sie auf TikTok ab, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Möchtest du noch an der Stelle etwas sagen? Wie war das heute, der Tag? Cringe. Warum haben wir diese Handschuhe eigentlich? Ich weiß auch nicht.